Coworking Manager in St. Oberholz hier in Berlin. Und die letzten Jahre habe ich einen Blog geführt, netzpiloten.de, aber es auch konsequent von unterwegs geführt. Kein festes Büro gehabt und bin somit überhaupt mit dem Coworking-Thema sehr intensiv in Kontakt gekommen. Coworking ist die Zusammenarbeit in einem Raum. Man teilt sich gemeinsam die Infrastruktur dieses Arbeitsplatzes, geht seiner eigenen Arbeit nach, aber, und das ist der ganz große Mehrwert von Coworking, man kommt in Kontakt mit anderen, man vernetzt sich. Jegliche Form von Wissensarbeit, immer wenn sein Geschäft oder das Projekt, an dem man sitzt, davon lebt oder profitiert, dass man externe Impulse aufnimmt, neue Ideen kennenlernt und sie bei sich einbaut, dann ist ein Coworking Space der ideale Ort für einen. Es gibt natürlich auch Berufe, für die es nicht geeignet ist. Die Metzgerin wird niemals im Coworking Space arbeiten können, auch nicht der Straßenbahnfahrer. Aber ich habe in Coworking Spaces auch schon Zauberer gesehen oder Erzieherin, die quasi hier dann der ganzen Bürokratie, die einem Geschäft auch oft anhaftet, in Ruhe nachgehen, die hier ihre Buchhaltung zum Beispiel erledigen. Der typische Coworker ist überhaupt der typische Mensch, der arbeitet. Grundelement ist eigentlich, dass sie einen Laptop haben, also ein Gerät, das ich mit dem Internet verbinden kann, was tragbar ist, wodurch sie auch mobil arbeiten können. Ansonsten ist es sämtlicher Durchschnitt unserer Gesellschaft und unserer Arbeitswelt. Es gibt sehr viele Firmen, die in Coworking Space arbeiten, die Elemente von Coworking Space bei sich nutzen oder halt mit Teams zum Beispiel in einen Coworking Space gehen und punktuell die Vorteile eines Coworking Space nutzen wollen. Gemeinschaftsbüros ist das Teilen eines Arbeitsplatzes. Man hat Zugang zu einem Schreibtisch und auch zur Infrastruktur. Und in dem Sinne ähnelt es dem Coworking. Was Coworking aber eigentlich ausmacht, ist die Gemeinschaft, indem ich mit anderen Leuten arbeite, die andere Sachen machen. Und dann entsteht etwas, ein Effekt, den man Serendipität nennt. Das, was ich finde, obwohl ich nicht nachgesucht habe. Und das passiert am stärksten, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, eine Gemeinschaft bilde, die ganz andere Sachen machen, die mich dadurch bereichern, die mir Ideen zeigen, die ich aus mir heraus, aus meinem Arbeitsumfeld niemals selber entwickeln könnte. Und dieses Community-Management, was die Menschen zusammenführt, das ist der Unterschied zu Gemeinschaftsbüros. Diese Organisation, dass diese Zufälle entstehen können, dass es einen Raum dafür gibt. Das St. Oberholz hat und ist daraus ja auch gewachsen, aus einer Gastronomie entstanden. Es war einer der ersten Orte, an dem dieses neue Arbeiten gezeigt wurde, in dem Menschen auf einmal ihre Laptops mitbrachten, aufbauten, den freien Zugang zum WLAN nutzten und von hier arbeiteten. Das Beta-Haus ist quasi auch im St. Oberholz entstanden. Die beiden Gründer waren hier Gäste und sind hier auf die Idee gekommen, quasi diese nächste Stufe zu geben. Also wenn man das Café als dritten Raum der Arbeit betrachtet, nach dem Zuhause, der Fabrik, dem Büro als zweiten Raum, ist Coworking der vierte Raum. Und sie haben quasi den nächsten Schritt gemacht und haben ein Coworking Space gegründet. Und diesen Schritt haben wir im St. Oberholz auch gemacht, indem wir über dem Café und auch an einem anderen Standort in Berlin ein reines Coworking Space gegründet haben. Deshalb die Unterscheidung ist gar nicht so groß. Wir haben zur gleichen Zeit, und das war weltweit zu beobachten, das ist ein globaler Trend, diesen Schritt aus den Kaffeehäusern in Coworking Spaces unternommen. Eine Prozentanzahl kann ich dir nicht nennen, aber Berlin ist definitiv deutschlandweit und in Europa eine der Hauptstädte des Coworking. Coworking ist hier kein Hype, es ist Realität der Arbeitswelt. Die meisten Nutzer und Nutzerinnen im Coworking Space sind Freelancer. Quasi Menschen, die vielleicht im Homeoffice auch arbeiten könnten oder in einem Café, aber dann den Schritt in ein Coworking Space machen, weil es ein wesentlich professionelleres Arbeitsumfeld ist. In einem Café, da müsste ich auch regelmäßig etwas bestellen, während im Coworking Spaces der Kaffee zum Beispiel an sich kostenlos ist. Es bietet mir aber auch Sachen wie ein Drucker oder überhaupt ein stabiles WLAN, wo sich jemand drum kümmert. Im Homeoffice kann ich auch sehr leicht abgelenkt werden. Jeder Mensch arbeitet anders, braucht ein anderes Arbeitsumfeld. Coworking Space wäre quasi die Professionalisierung des ortsunabhängigen Arbeitens. Ich muss nicht in einem Café oder zu Hause oder von unterwegs arbeiten, aus einer Airport-Lobby oder einem Hotel. Ich kann in einen Coworking Space gehen und habe immer die gleiche Infrastruktur eigentlich, die meinen Bedürfnissen gerecht wird. Darüber hinaus ist Coworking auch
ein Begriff, der sehr gerne für Marketingzwecke instrumentalisiert wird. Ein sehr klassisches Modell in der Immobilienbranche ist, Coworking quasi zu benutzen, um einfach nur Büros zu vermieten an große Teams. Den Unterschied, den ich hier sehe, ist das fehlende Community Management. Dadurch können diese ganzen Vorteile, der Serendipitätseffekt, das, was ich finde, obwohl ich nicht nachgesucht habe, gar nicht entstehen. Sondern man mietet sich einen Raum und benutzt ihn ganz klassisch wie ein Büro. Das heißt, nicht überall, wo Coworking draufsteht, ist Coworking drin. Der Unterschied ist, in so einen Coworking-Space komme ich als Freelancer wahrscheinlich auch sehr schlecht. Diese Anbieter, die Coworking quasi nur benutzen als Begriff, versuchen über den Preis auch die Freelancer fernzuhalten. Die geben sich durchaus offen dafür, aber wenn man sich die Preise anguckt, sind sie manchmal dreimal so teuer wie ein, ich sag mal, reines Coworking-Space. Und in Coworking Spaces gibt es auch unterschiedliche Ausrichtungen. Das St. Oberholz ist jetzt, es hat keinen Schwerpunkt. Wir haben verschiedene Mitglieder, die unterschiedliche Sachen machen. Es gibt aber auch Coworking Spaces für nur bestimmte Berufsgruppen, die quasi davon leben, dass sie eine eigene Community bilden. Zum Beispiel Programmierer oder auch Coworker mit Kindern, die vielleicht unterschiedliche Berufe haben. Aber die Gemeinsamkeit ist, dass sie Kleinkinder haben. Und dadurch vielleicht ein Coworker mit Kinderbetreuung für sie interessanter ist. Ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Coworking-Space gibt, aber es gibt sehr viele, die für einen persönlich falsch sein können. Da muss man eigentlich genau schauen. Studien zeigen, dass die meisten erstmal nach der Entfernung gehen. Also sie wollen ein Coworking-Space innerhalb von 20 Minuten erreichen. Haben sie dann aber noch die Auswahl, dann entscheiden sie sich für das, was ihnen persönlich am besten liegt. Und solche Leute werden niemals in den Großraumbüros landen, die Coworking nur benutzen. Mein Tipp ist einfach, sich Coworking Spaces anzuschauen, Probetage zu nutzen, sich über die Community zu informieren, wer sitzt da eigentlich und vor allem, was bietet mir das Coworking Space für Räume, um die anderen Mitglieder auch kennenzulernen. Denn das ist der Mehrwert. Daran denkt man gar nicht. Aber wenn man es einmal erlebt hat und diesen Effekt hat, jemand anders kennenzulernen und dadurch einen neuen Impuls bekommen zu haben, dann weiß man das wirklich zu schätzen, was ein gutes Community-Management ausmacht. Auf meiner Reise im Sommer 2015 durch europäische Coworking Spaces, die ich mit meiner Freundin zusammen unternommen habe, haben wir in diesen 2 Monaten 26 Coworking Spaces in 18 verschiedenen Städten uns angeschaut. Wir sind über Dresden und Leipzig nach Barcelona, sind dann die französische Atlantikküste hoch, Toulouse, Bordeaux bis nach Nantes, über Lyon nach Italien und dann wieder Paris, Lille, durch die Benelux-Staaten, Kopenhagen, Stockholm und über Danzig wieder zurück nach Berlin. Es gibt verschiedene Aspekte. Ich habe riesengroße Coworking-Hallen gesehen mit Hunderten von Startups auf einer Ebene und wahrscheinlich an die 1000 Startups auf dem gesamten Gelände bis zu dem kleinen Coworking-Space mit nur 8 Mitarbeitern. Das heißt, die Fläche spielt eine große Rolle. Und da würde ich den größten Unterschied sehen. Ein zweites ist der Aufnahmeprozess in die Community. Der kann davon gehen, dass man sich einfach nur eintragen muss und dann ist man dabei, bis zu, dass man durchaus geprüft wird, ob man mit seinem Beruf und auch seiner Art vielleicht in ein Coworking passt. Also sehr verschlossene Menschen, die nicht mit anderen reden wollen, würden halt das Gefüge auch etwas stören und diesen Effekt, den manche aus Coworking ziehen wollen, diese Vernetzung beeinflussen. Und das habe ich bis ins Extrem gesehen, dass neue Bewerber sich jedem Bestandskunden quasi persönlich vorstellen muss und die Leute dann zusammen entscheiden, ob die Person aufgenommen wird oder nicht. Dadurch entsteht nicht nur eine Community, das hatte schon familiären Charakter bis, und das meine ich nicht negativ werten, einer Sekte eigentlich. Es ist eine sehr geschlossene Gemeinschaft, die aber durch zum Familienersatz werden kann. Und das kann ganz spannend auch sein, wenn man in eine andere Stadt kommt, in dem ein komplettes Netzwerk fehlt. Und der dritte große Trend ist, glaube ich, wie mit mobilen umgegangen wird, mobilen Arbeitern. Gerade in den West- und in den südeuropäischen Ländern gab es sehr viele Angebote für Tagestickets, bis zu Halbtagestickets. Das ist etwas, was man in Deutschland und auch in den skandinavischen Ländern gar nicht kennt. Coworking funktioniert hier schlechter. Und das liegt daran, dass es der Wirtschaft so gut geht. Also in stagnierenden Wirtschaften, in denen Arbeitsplätze fehlen und Menschen in die Selbstständigkeit getrieben werden, die dann professionelle Arbeitsumfelder für ihr Geschäft suchen, da boomt Coworking. Frankreich ist gerade ein super Beispiel.
In ganz Frankreich haben alle Coworking Space Betreiber mir erzählt, dass sie die Leute schon wegschicken müssen. Sie könnten wöchentlich neue Coworking Spaces aufmachen. In einer durchaus überschaubaren Hafenstadt wie Nantes gab es 5 Coworking Spaces in einer Straße. In Deutschland haben wir nicht das Problem. Nicht das Problem einer stagnierenden Wirtschaft, dadurch aber auch kein Coworking-Boom. Mit der Ausnahme Berlin, traditionell aber auch eine industrieschwache Stadt einfach. Hier fehlen auch die großen Arbeitsplatzanbieter, weshalb es hier auch wesentlich mehr Startups und Eigeninitiativen gibt. Freelancer, die auch die modernen Methoden quasi nutzen, um ortsunabhängig zu arbeiten, vielleicht für ausländische Firmen. In diesem Modell habe ich 2 in Europa gesehen, oder ich habe es überall gesehen, aber 2 exemplarische Coworking Spaces könnte ich dafür nennen. Das eine ist das Numa in Paris, sein Startup Accelerator, aber entstanden aus dem ersten französischen Accelerator und dem ersten französischen Coworking Space. Und was sie gemacht haben, sie sind auch in ein komplettes Haus gezogen. Sie haben zur Ebene Erde ein Café gemacht mit 90 Arbeitsplätzen. Und es kostenlos gemacht. Das heißt, um 9 Uhr morgens stehen da 60 Leute Schlange, die mit ihrer Arbeit beginnen wollen. Und immer wenn der Accelerator quasi Bedarf hat an einer Spezialkenntnis oder einer Verstärkung für einen bestimmten Bereich, dann müssen sie nur runter in ihr Coworking Space gehen und können quasi fragen, wer sitzt eigentlich hier? Wer kann uns helfen? Indem sie ein kostenloses Coworking Space machen, entsteht ein Kreativpool, aus dem sie sich dann bedienen können und ihr Geschäft punktuell verstärken. Ein anderes Beispiel, und das sieht man sehr oft in Deutschland, wo Coworking als reines Geschäftsmodell noch sehr schwer geht außerhalb Berlins, ist, dass zum Beispiel Agenturen Fläche, die sie zu viel haben, für Coworking nutzen. Und da fällt mir jetzt das Heimat 2.0 Bad Tölz ein, die quasi nicht nur die freie Fläche vermieten, sondern auch ein Community Management haben, wodurch ich es als reines Coworking Space anerkenne, immer wenn sie einen Kunden haben. Das ist eine Werbeagentur im Kern. Und er hat eine Forderung, die sie nicht erfüllen können. Müssen sie ihn nicht ablehnen oder den Auftrag beschneiden. Sie können dann in ihrem Netzwerk fragen, wer kann uns bei dieser Sache helfen. Und ich habe mich mit Mitgliedern dieses Coworking Space unterhalten. Das war ein Grund, warum sie da eingezogen sind. Neue Aufträge zu bekommen durch die Vernetzung, indem man Teil dieser Gemeinschaft ist. Es gibt keine einheitlichen Regeln und wir haben festgestellt, dass es auch nicht nötig ist. In dieser Gemeinschaft entstehen durch soziale Normen einfach Regeln, an die man sich hält. Wir haben genügend Fläche, wodurch, ohne dass wir das ausgeschrieben haben, verschiedene Arbeitsbereiche entstanden sind. Es gibt quasi an unserem anderen Standort, im ersten Stock, da geht man hin, wenn man es sehr ruhig haben möchte, wenn man sehr fokussiert arbeiten will. Während es unten auf der Etage, gleich neben der Lobby, wo man gerne telefoniert, auch ein gewisses Hintergrundrauschen einfach gibt, weil Menschen anwesend sind. Und das brauchen manche, während andere die Ruhe suchen. Andere wiederum setzen sich einfach Kopfhörer auf. Und wir wissen, dass zum Beispiel ein Musikstreaming-Dienst der größte Traffic-Treiber in unserem Netzwerk ist. Die Leute gehen da sehr unterschiedlich ran. Ich kenne eine Website, in der man sich die Hintergrundgeräusche aus Cafés aus der ganzen Welt vorspielen kann, um nicht diese absolute Stille haben zu müssen. Das heißt, man kann keine Standardregeln aufsetzen, man kann das auch nicht einheitlich betrachten, weil Menschen so verschiedene Ansprüche an ihr Arbeitsumfeld haben. Manche brauchen das Gefühl von Lebendigkeit. Und wir haben ja gerade im Café des St. Oberholz, was kein Coworking Space ist, aber die Situation, dass sehr viele Menschen bewusst dort arbeiten. Einfach weil sie das mögen, dass um sie herum sehr lebendig ist. Und wir bieten aber auch Telefonkabinen an und Rückzugsräume bis zu Teambüros mit festen Arbeitsplätzen, die man mieten kann, wenn man halt nicht jeden Tag woanders sich hinsetzen möchte. Man muss es über die Fläche, glaube ich, lösen, beziehungsweise die Community löst es untereinander. Einfach, weil Menschen sich miteinander verständigen, auch was ist okay und was ist nicht okay. Der wichtigste Aufgabenbereich eines Community Managers ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Mitglieder ins Coworking Space auch treffen können. Wir machen das zum Beispiel über gemeinsame monatliche Mittagessen. Wir haben auch einen Cocktailabend, weil wir natürlich eine Bar mit Kaffee auch bei uns im Betrieb haben, bis zum gemeinsamen Bierabend mal oder ein Kaffeeabend. Das Oberholz hat einen eigenen Coffee Manager, wodurch wir auch sehr viel Expertise vermitteln können. Und
diese Events werden sehr geschätzt. Man möchte nicht ständig mit den anderen sprechen. Man muss ja auch fokussiert seiner Arbeit nachgehen können. Aber dann sehr konzentriert in diesen Raum zu gehen, den der Community Manager oder die Community Managerin organisiert hat, das mögen die Leute. Daraus, dann lernen sie mal die anderen kennen, die ihnen immer nur still gegenüber sitzen. Und dadurch entstehen ganz neue Projekte, teilweise zumindest. Das andere ist, sich aber auch um die Grundlagen zu kümmern. Niemand möchte in einem Coworking-Space über das WLAN reden müssen. Es muss einfach funktionieren. Und da muss man für eine gewisse Grundzufriedenheit suchen. Man muss auch mit den Membern reden, dass das vielleicht nicht der richtige Arbeitsplatz ist. Vielleicht sollten sie einen anderen Ort im Coworking-Space aussuchen oder vielleicht sollten sie auch in ein anderes Coworking-Space gehen. Die Eventformate sind europaweit eigentlich relativ ähnlich. Es gibt die Web Mondays, die Founder Talks, die Member Bierabende, auch Spieleabende. Etwas, was wir im Land Oberitz jetzt nicht anbieten, was ich aber in einem Coworking Space in Bordeaux gesehen habe und auch da sehr gut angenommen wurde. Es gibt nichts, was ich außergewöhnlich fand. Und es kommt immer auf den Grad der Community an, also auf den Grad der Vernetzung und der Intimität. Wie eng sind diese Leute miteinander? Es gibt die Klassiker wie den Filmabend. Nichts Außergewöhnliches. Wie man halt eine Gemeinschaft bespielt und unterhält. Beides. Ich bin durchaus anwesend. Wir haben zwei Spaces. Ich bewege mich hin und her, setze mich mal in dem, bin wiederum da. Spreche auch unterwegs die Mitglieder mal an, wenn ich sie auf dem Flur in der Küche treffe. Erkundige mich, wie es ihnen geht. Dann gibt es natürlich auch die virtuellen Möglichkeiten, indem ich einen Newsletter raussende, indem ich informiere über die Events, die wir machen. Ich bin natürlich auch virtuell, telefonisch und persönlich erreichbar, ansprechbar. Da muss man verschiedene Wege machen, denn auch wir arbeiten quasi in einem relativ überschaubaren 40-Stunden-Woche, während aber unser Coworking Space natürlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche offen ist. Ich muss also nicht immer anwesend sein. Die Community funktioniert von alleine. Es gibt in dem Moment, oder mir sind keine größeren Probleme bekannt, dass mal etwas schief ging, nur weil am Wochenende ja niemand von uns hier ist. Die Leute wissen diesen Ort sehr zu schätzen. Die sehen es als einen Arbeitsort auch an, gehen respektvoll mit den Sachen um. Wir können unseren Mitgliedern sehr gut vertrauen. Ich sehe, dass diese Verantwortung wächst. Sie wird nur sehr unterschiedlich ausgeübt. Aber ich glaube, das werden wir in Zukunft öfter sehen. Es gibt jetzt schon, gerade im US-amerikanischen Raum, so Gedanken, welche Rolle Coworking für die Bildung haben kann. Ich habe Politikwissenschaft studiert und nichts, was ich jemals in meiner Ausbildung gelernt habe, habe ich jemals in meinem Berufsleben auch angewendet. Alles, was ich kann, habe ich im Beruf gelernt, von Kollegen, Kolleginnen, an verschiedenen Bereichen, wenn ich in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Und dann ist Coworking natürlich ein Pool, in dem das sehr konzentriert stattfindet. Ich habe hier Menschen, die sehr verschiedene Aufgaben machen und könnte mir sehr neue Fähigkeiten aneignen im Gespräch. Und ich glaube, das wird zunehmen. Der Coworking als Ausbildungsort auch. Andererseits, Coworking Spaces können auch ihren Mitgliedern helfen. Alle haben hier das gleiche Problem quasi. Es wird nicht als Problem definiert, aber Dokumentenmanagement. Niemand hat hier einen Schrank, wo er Papier reinpackt. Alle haben verschiedene Lösungen, nutzen verschiedene Anbieter. Die anderen haben mehr Verständnis für Sicherheit als die anderen. Aber wenn ein Coworking Space zum Beispiel ein zentrales Dokumentenmanagement anbietet, mit hohen Sicherheitsstandards, es hat ja überhaupt kein Interesse daran, Daten hier zu nutzen, sondern Sicherheit ist ein gutes Verkaufsargument, auch für neue Mitglieder. Das kann, glaube ich, sehr helfen. Dann sind es aber auch Workshops, zum Beispiel, indem wir, das kommt darauf an, wie die Community zusammengesetzt ist, aber sagen wir mal, wir haben sehr viele Marketing-Mitglieder. Warum nicht externe Experten dazu holen auf Member-Veranstaltungen, die dann gezielt ihr Wissen weitergeben? Das ist auch ein Mehrwert in dem Coworking Space. Veranstaltungen. Es gibt Unternehmen, die die Veranstaltungen bei uns organisieren, um so in Kontakt mit unseren Mitgliedern zu kommen, ihnen Mehrwerte bieten, von einfach einer Abendunterhaltung bis zu Workshops, bis zu, dass sie
quasi gerne erklärt bekommen würden, wie Startups zum Beispiel arbeiten, wie Freelancer arbeiten. Das heißt, Unternehmen kommen hierher, um etwas zu lernen. Unternehmen schicken aber auch Teams, die hier arbeiten sollen. Es kommt sehr auf die Aufgabe des Teams an. Wir haben aber zum Beispiel von einem sehr großen Unternehmen das Innovationslabor als Mitglied hier. Es ist schwer, aus sich selbst heraus Innovationen voranzutreiben. Und genau dieses Innovation Lab profitiert ja davon, nicht im Unternehmen zu sein, umgeben von Leuten, die etwas anderes tun, als etwas neu zu machen. Das heißt, hier haben sie verschiedene Startups vor ihren Augen, sehen, wie etwas geht, können fragen, was sie anders machen und dadurch ganz neue Ideen entwickeln, die von extern reinholen. Und durch das Innovationslabor, was wie ein Katalysator in dem Moment ja funktionieren, intern nutzbar machen. Das ist, glaube ich, der spannendste und auch für die Zukunft wichtigste Punkt. Das andere ist, viele Unternehmen haben mobile Arbeiter, die sowieso unterwegs sind und durch Coworking Spaces vielleicht auch so einen Ort haben, wo sie mal sich hinsetzen können, um gewisse Arbeiten zu erledigen, die man nicht von unterwegs machen kann. Das andere ist, verschiedene Arbeitskulturen kennenzulernen und nutzbar zu machen. Man ist auch ortsunabhängig, was die Talentsuche angeht, wenn man in Coworking Spaces ist oder seinen Mitarbeitern ermöglicht, da zu arbeiten. Bis hin zur quasi Befreiung des Mitarbeiters, den man sowieso schon hat, indem man ihn ermöglicht, von einer Stadt aus zu arbeiten, von der er möchte, in der er leben möchte. Und man sagt, okay, dein Büro ist dort. Und komm bitte für Team-Meetings vielleicht nur noch in die Zentrale. Es ist auch wichtig, sich zu sehen. Ich glaube nicht daran, dass virtuelle Arbeit per se oder virtuelle Vernetzung in Teams per se ausreichen. Aber vieles kann man eigentlich ortsunabhängig machen. Das war auch eine wichtige Lektion auf meiner Reise. Ich konnte ein Meeting nicht verschieben oder virtuell erledigen, während ich in Kopenhagen war. Dann bin ich nach Berlin geflogen. Das ist ein Flug von 50 Minuten. Ich habe hin und zurück 90 Euro bezahlt. Das war preiswerter und schneller als die ICE-Strecke Berlin-Hamburg. Das heißt, wir leben auch in einer Zeit, in der man sehr günstig und sehr schnell reisen kann. Das beflügelt meines Erachtens ortsunabhängiges Arbeiten. Und für die Arbeiter, für die Angestellten ist es natürlich ein persönliches Glück, sich aussuchen zu können, wo man arbeiten möchte. In seiner Lieblingsstadt, in seiner Lieblingsregion, vielleicht auf dem Land. Es gibt keinen Grund, eigentlich hier in der Stadt sein zu müssen, außer dass es gerade in Deutschland noch wenig Coworking Spaces auf dem Land gibt. Aber auch hier sind Frankreich und die Schweiz, auch Teile der USA, eigentlich trendstiftend. Ich glaube, das wird kommen, das wird Teil der Wirtschaftsförderung. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe wird die Verteilung von Arbeiten. Ich habe in meinem Beruf davor als Leiter der Redaktion von Netzpiloten.de, die in Hamburg sitzt, sie von Berlin aus geleitet. Und während meiner Reise ja von überall her. Kommunikation ist wichtig. Mein Team hatte nicht den Eindruck, dass ich weg bin. Sie hatten eigentlich immer den Eindruck, dass ich anwesend bin, dass ich Bescheid weiß, dass ich auch Ratschläge geben kann. Ich habe einmal die Idee gelesen, dass ein guter Chef sich quasi unnütz macht, dass man ihn nicht braucht. Und genau diese Maxime habe ich versucht zu verfolgen, dass die Redaktion noch ohne mich arbeiten kann. Das hatte für mich den Vorteil, dass ich mich auch neuen Ideen, neuen Geschäftsmodellen widmen konnte, was ja auch für eine Firma sehr gut ist. Mein Team hat davon profitiert, dass ich vielleicht auch mehr Raum hatte, ihnen bei gewissen Projekten zu helfen. Und Management würde für mich in dem Moment bedeuten, Anleitung und nicht Kontrolle. Man muss loslassen können. Man muss seinen Angestellten auch gewisse Freiräume geben. Und sie müssen für Leistung belohnt werden und nicht für Anwesenheit. Und das ist, glaube ich, das Grunddenken. Einige im Unternehmen bei Netzpiloten haben erst nach 7 Wochen bemerkt, dass ich nicht mehr in Berlin am Tisch sitze, sondern die ganze Zeit unterwegs war. Denn die Leistung stimmte. Da war nichts anders, nichts war seltsam, die haben gar keinen Unterschied gemerkt. Und da bin ich quasi sehr dankbar, dass mein Management, was mir den Freiraum gegeben hat und gesagt hat, fahr einfach los. Es gab ein gewisses Vertrauen, das habe ich mit Verantwortung bezahlt. Ich musste ja auch
immer sicher gehen und habe sehr darauf geachtet, dass ich online sein kann. Besonders an Reisetagen. Ich habe mich informiert, wie ist das WLAN im Airport, kann ich es mir leisten? Ich konnte nicht sagen, ich konnte nicht online gehen. Das war in dem Moment nicht möglich. Oder ich habe mir, wenn es wirklich absolut nicht möglich war, auf diesen Tag Aufgaben gelegt, die ich auch offline erledigen konnte. Sodass, wenn ich wieder online bin, vielleicht am Abend oder am nächsten Morgen, ich auch liefern kann und der Prozess weitergehen kann. Es ist ein bisschen auf Augenhöhe. Ich würde nicht sagen, dass es ganz hierarchielos ist. Das ist auch eine Art des Umgehens. Ich bin gerne auf Kumpelniveau mit Mitarbeitern. Es muss aber auch okay sein, auch mal eine Anordnung zu geben. Und die kann dann nicht versickern, nur weil man gerne mal auch privat was zusammen unternimmt. Ich sehe diese Kritik, aber eigentlich nicht von unseren Mitgliedern, sondern von Leuten, die nicht unbedingt in einem Coworking Space gearbeitet haben. Natürlich sind die Preise etwas unterschiedlich, aber ich würde auch sagen, dass es sich um die 200 Euro einpendelt, plus 20, minus 20 Euro. Wenn ich das aber jetzt mal auf den Tag verteile, zum Beispiel das St. Oberholz kostet ungefähr 6 Euro netto am Tag. Das sind 2 Cafés in Berlin-Mitte. Dafür habe ich aber 24/7 Zugang. Ich habe ein stabiles und wesentlich besseres WLAN als im Café. Ich habe einen Drucker, ich habe eine Telefonkabine und ich habe den Zugang zu einer Gemeinschaft. Das sind alles Sachen, die muss man in diesen 6 Euro pro Tag mitberechnen. Ob das Coworking Space für jemanden was ist, das ist eine individuelle Sache. Aber es liegt meines Erachtens nicht am Preis. Ein Café kann einem nicht garantieren, dass man da 24 Stunden sitzen kann, dass das WLAN stimmt. Das WLAN ist nicht Teil des Geschäftsmodells eines Cafés. Das ist Gastronomie. Das heißt, das würde ich alles in die Diskussion mit einbringen, wenn sich jemand darüber beschweren würde, dass man ungefähr 200 Euro im Monat zahlen muss. Diese Debatte habe ich aber sehr selten und wenn, habe ich sie mit extern. Das ist ein Kostenpunkt, aber es ist ein Arbeitsumfeld. Es ist nicht zu Hause, wo ich vielleicht abgelenkt bin, weil ich den Abwasch machen muss, meine Wäsche waschen muss, mich um Haustiere kümmern muss oder vielleicht von Leuten angesprochen werde, Kindern, Mitbewohnern, Familie, die zu Hause sind und nicht an einem Arbeitsort. Und deshalb sich da ganz anders verhalten. Und das sind Vorteile, die ich für um die 6 Euro pro Tag eigentlich sehr bezahlbar finde. Deshalb mein Coworking Space zu gehen. Diese Entwicklung sehe ich hier genauso. Wenn ich die Anmeldung mache, lege ich ja Rechnungsadressen an. Und die meisten lassen sich das von einer Firma bezahlen. Das sind Freelancer, die vielleicht nur für ein Projekt engagiert sind. Aber in dem Moment übernimmt die Firma die Rechnung. Das würde ich sagen, ist ein globaler Trend. Ganz wenig Leute müssen quasi aus eigener Tasche den Coworking Space Arbeitsplatz bezahlen. Der Vorteil für Unternehmen ist, in erster Linie natürlich, sie sparen Arbeitsfläche, die sie selber anmieten müssen, die sie vielleicht als wesentlich teurer herausstellen. Da es kommt ja noch viel mehr dazu, als nur die Miete zu bezahlen. Das Zweite ist, die Mitarbeiter sind in anderen Arbeitsumfeldern, profitieren persönlich davon, können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen, sind zufriedener und nehmen ja sehr viele Impulse auf, die sie wieder in die Firma reingeben. Das müssen einige Firmen noch lernen. Global sehe ich da überhaupt kein Problem. Also wirklich ein ganz klassisches Team, was sich bei uns einmietet, ist eine englische Firma, die eine Kroatin, einen Italiener und eine Brasilianerin eingestellt haben, die sich hier als Team treffen. Das ist für mich Alltag in der Kommunikation mit den Membern. So entstehen Teams und die Rechnung bezahlt eine Firma in England, die hier vielleicht niemals war und wo diese 3 Member auch niemals waren. Es gibt solche Verbindungen, aber die sind eigentlich nicht mit Leben gefüllt. Ich sehe diesen Trend genau nicht. Die meisten Netzwerke berichten eigentlich, dass ihre Coworker nicht mobil sind. Die nutzen nicht das Angebot, auch mal in ein anderes Coworking Space zu gehen. Ich habe keine Zahl, aber sagen wir mal, es ist top 10% der Coworker reisen auch sehr viel. Die meisten nutzen das einfach nicht. Ein Gegenbeispiel wäre, aber es ist auch ganz anders gewachsen, La Cordée, ein französisches Coworking-Netzwerk. Es ist in Lyon entstanden mit einem Space, sehr schnell waren es 4. Und dann haben diese Lyoner, diese Community gesagt, wir haben sehr viele Kundentermine zum Beispiel in Paris. Bitte eröffnet ein Coworking-Space in Paris. Also haben sie in der Nähe des Gare de Lyon, wo man natürlich dann ankommt, ein Coworking Space aufgemacht. Das ist aber in erster Linie nicht für Pariser. Die nutzen das vielleicht auch. Es ist für diese Lyoner Community.
Dann hat die Community gesagt, wir sind in der Saison sehr oft Skifahren in den Alpen. Können wir nicht auch die Woche über in den Alpen bleiben? Könntet ihr bitte dort einen Coworking Space aufmachen? Also hat Lacordaire auch da einen Coworking Space aufgemacht. Es ist aber auf Impulse der Community erst dieses Netzwerk entstanden. Andere Netzwerke berichten eigentlich, dass sie keine Bewegung sehen. Und selbst innerhalb von Städten gibt es keine Vernetzung. Es gibt zarte Versuche. Aber Coworking Spaces sind erstmal eigene Geschäfte auch. Sie leben nicht davon, dass sie sich nochmal untereinander vernetzen. Der Vorteil für die, das ist eigentlich sehr paradox, weil der Vorteil im Coworking ist ja die Vernetzung, aber innerhalb dieses Raumes. Das heißt, mit anderen Coworking Spaces ganz wenig Ansatzpunkte für Projekte sehe ich. Vielleicht Urlaubsvertretung, sagen wir mal, wir würden schließen. In der Zeit könnten unsere Coworker vielleicht woanders hingehen. Es gibt natürlich freundschaftliche Beziehungen auch zu anderen Coworking Spaces, aber keine festen Kooperationen. Und wir bekommen viele solche Anfragen, aber solange niemand einmal die Woche einen Bus voller Coworker packt und die zu uns fährt, wird da nichts passieren. Das ist eigentlich nur ein Logo-Austausch, weshalb wir das nicht machen. Das Coworking Space St. Obert ist quasi aus dem Café heraus entstanden, was ja hier im Sommer 2005 entstand. Und Sommer 2005 ist sowieso global der Zeitpunkt, als Coworking Spaces auf einmal entstanden. In San Francisco, Barcelona, Kopenhagen, hier in Berlin. Es war quasi, für Deutschland ist das St. Oberholz quasi der Ground Zero des Coworking. Es ist inzwischen in das gesamte Haus hier im Rosenthaler Platz hineingewachsen. Alles über dem Café hat mit Coworking zu tun. Es gibt jetzt ein zweites Haus, was genauso aufgebaut ist. Wir nutzen sehr stark Apartments, folgen hier dem Co-Living-Trend, das Arbeiten und Wohnen, was auch wieder sehr viele Vorteile für unsere Member hat. Zum Beispiel einem Investor mal eine Woche Berlin zu schenken, direkt über dem Büro des Startups, in das er investiert hat. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Teams von woanders herzuholen und ihnen auch gleich einen Schlafplatz zu bieten. Wir müssen nicht weit vom Arbeitsort entfernt wohnen, weit von der Community. Und unser Trend geht eigentlich sehr darin, diese neue Arbeit zu dokumentieren und zu erklären. Denn was wir am meisten haben, sind eigentlich Unternehmen, die uns anfragen, ob wir ihnen erklären können, was hier gerade passiert, weil wir es vor der Nase haben. Also St. Oberholz wird dadurch auch ein Beratungsunternehmen in dem Moment. Wir haben das Institut für Neue Arbeit genannt, um genau dieses, auch ist das ein Geschäftsmodell, aber auch diesen Bereich besser abzudecken. Es geht nicht nur darum, diesen Raum mit Menschen zu füllen. Das passiert zurzeit und das ist meine Wette in den nächsten 10 Jahren relativ automatisch in wirtschaftlich schwachen Regionen. Die aber auch eine hohe Bevölkerungsdichte aufweisen, weshalb es auf dem Land etwas besser gefördert werden muss. Aber es gibt gerade einen unglaublichen Durst nach Wissen. Allein meine Coworking-Reise. Ich habe keine Analysen veröffentlicht. Ich habe sie intern angestellt für mich und rede auch mit Leuten darüber. Aber nur weil ich gesagt habe, ich habe 26 Coworking-Spaces gesehen, werde ich gerade mit Anfragen überhäuft, Beratungsaufträgen. Die Wirtschaft braucht neue Impulse und Coworking ist für mich der Trend der Zukunft. Es wird nicht überall Coworking draufstehen. Ich habe Anfragen auch von Stadtwerken, von Universitätsbibliotheken, die Coworking-Elemente bei sich integrieren wollen. Das heißt, Coworking wird die Arbeitswelt verändern, ohne dass wir es manchmal sehen, ohne dass das Label draufsteht. Und da können Coworking Spaces, ich kenne aber nicht viele bis jetzt, die Richtung gehen. Auch wir sind der Ersten, die in Anfängen. Vielleicht sind wir da wieder genauso Vorreiter, wie wir es beim Coworking-Thema an sich schon waren. Da könnte eine Entwicklung hingehen, das Wissen besser nutzbar zu machen. Ich habe es eigentlich stumm gestellt. Mit dem Institut für Neue Arbeit fangen wir die große Nachfrage nach Coworking, auch nach Wandel der Arbeitswelt auf. Packen es quasi in diesen Bereich, den wir extra bearbeiten, als ein neues Geschäftsmodell auf. Und es wird verschiedene Ausdrücke haben. Es ist einerseits, wir werden mit Veranstaltungen genau auf den Wandel aufmerksam machen. Wir werden aber auch durch Podcasts, durch Blog quasi dokumentieren, was passiert. Wir werden diese ganzen Anekdoten sammeln und auch erklären.
Und zeitgleich werden wir aber auch Beratungsaufträge annehmen. Wir machen jetzt schon sehr viele Führungen durchs Haus. Wir klären anderen Unternehmen aus der ganzen Welt, was wir hier machen, wie wir es machen und was wir dabei gelernt haben. Bis so, dass wir zu den Unternehmen gehen und ihnen helfen, mit unserer Erfahrung sich vor Ort zu transformieren. Und ihnen auch beizubringen, dass es kein abgeschlossener Prozess ist. Sobald wir gehen, ist nicht alles heil, dann steht der nächste Prozess. Das ist quasi eine unendliche Geschichte, immer in Bewegung zu bleiben. Und ein Coworking Space ist der perfekte Ort. Unsere Teamräume sind alle vergeben, immer. Aber innerhalb 4 bis 5 Monaten wechseln komplett die Teams. Wir sind es also auch gewohnt, mit dem Wandel umzugehen, immer neue Teams aus neuen Aufgaben mit neuen Impulsen zu integrieren in unsere Community.